Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal haben wir Yennefer einen Garten zum Verwelken gebracht. Das war nicht besonders nett, aber es hat uns weitergeholfen und wir wissen jetzt vielleicht mehr über Ciri. Wir müssen Uma finden, dieses Wesen, das beim blutigen Baron wohnte. Oder ja, zumindest als er noch lebte. Ich denke mal, das Ding ist immer noch da. Nun gut, aber bevor wir das tun, warte, ich wollte nochmal eine andere Quest machen, weil jetzt bin ich gerade auf Skellige, da habe ich lang drauf hingearbeitet, dass ich endlich hier mal ein bisschen was abarbeiten kann, von daher mache ich das jetzt auch mal fertig. Besiege Lugos den Irren und nimm ihm eine einzigartige Karte ab, das machen wir doch erstmal, komm, Gwind. Ja, mir wurde schon gesagt, ich bin ja überhaupt nicht gut in Gwind, ich spiele sehr schlecht und nur mein Deck ist gut. Ja, aber dazu sei gesagt, ich habe mir das lange erarbeiten müssen, das Deck. Und ich habe viele Spiele beim ersten Mal gewonnen, auch als ich schon ein schlechtes Deck hatte. Von daher ist es mir ehrlich gesagt egal, was die Leute denken. Und auch wenn ich nur mit dem nördlichen Königreiche Deck spiele, lass das mal meine Sorge sein. Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Ja genau. Erstmal Gwind, weil ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich spiele auch nicht mit dem Nilfgaarder oder dem Monster-Set, nur weil ich was beweisen will, wie toll ich bin. Nee, dann habe ich es lieber schön einfach. Manche wollen eh nicht so viel Gwind sehen, von daher... Gwind... Kennst du das Spiel? Scheißen Möwen von Klippen? Zeig mal dein Blatt. Wir spielen um meinen Katakan. Na gut. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ein Katakan. Oh, ich guck mir es nur mal an, ja? Warte. Skoyatel. Das Skoyatel-Deck ist auch nicht so das Beste. Da habe ich eben sehr viele Heldenkarten drin, aber sonst... Ist halt so eine Sache. Ich find's ehrlich gesagt nicht gut, das Skoyatel-Deck. Die mache ich mal raus, die mache ich mal raus. Die Hafka-Unterstützer, Zwergenscharmützler. Ja, das ist eben sowas wie bei den Monsterkarten. Die sind mal so, ne? Hafka. Warte mal, rufen die eigentlich auch die anderen aus dem Deck oder wirklich nur die, die ich jetzt gerade noch... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich mag die Kartendecks auch nicht so gerne. Ihr seht ja, die sind alle recht schwach. Man kann halt durch diese Kombinationskarten mehr aufs Deck rufen. Aber das will ich nicht. Das will ich nicht. Auch mit den Nilfgaardern, das ist nicht so meins. Ich spiele einfach mit den Königreichen. Komm, ganz ehrlich, Leute. Ich, wie gesagt, muss keinem was beweisen. Wenn ich jetzt ein übermächtiges Deck spiele, dann ist das halt so. warte mal, ich werde mal dich drin lassen. Ich tausche mal Vernon Roche. Oh, da kriege ich Stannis und Philippa. Muss ja nicht nur Heldenkarten haben. Ich hole mal erst Stannis. Zack. Was gibt's? Ich bekomme Ciri. Und du holst einen Neckar. Lecker. Oha, seht ihr mal, das finde ich alles recht uninteressant, was der da spielt. Und ich krieg nochmal zwei. Yay! Und Fintekarten. Ein Nebling. Ich könnte ihm jetzt alles zerstören wahrscheinlich. Ich mach erstmal Stannis kaputt. Puff. Nur so, vielleicht hat er eine Wiederbelebungskarte. Och nee, jetzt wurde das ärgerlich. Siehst du, und schon habe ich mehr. Weißt du, mit einer Karte und er hat da Massenkarten ausgespielt. Oha. Jetzt wird er ja richtig krantig, der Kerle. Aber trotzdem, ich spiele jetzt Ciri und habe schon wieder mehr. Deswegen ist das alles ein bisschen uninteressant. Diese Monster-Decks. Ein Gruft-Vibe. Ich könnte mir seine Karte mal kaputt machen. Warte mal, ich spiele jetzt mal den da. Der Kairan. Aha, was macht der denn? Verstärkt noch dieses Gruft-Vibe. Hol ich mir den mal wieder. Ich glaube, die Runde lasse ich mal so ausgehen. Oh, mein Gegner passt. Warte mal, wenn ich jetzt... Ich brauche noch 12. Das heißt, ich spiele die und spiele ein Horn, dann habe ich es doch schon. Ja. Dann habe ich das schon. Gewonnen. Was kriege ich? Oh, ich kriege einen Drachenjäger. Und du verbrennst ihn. Naja, das war jetzt nicht so nett. Und das... Oh, du hast Ciri. Das ist ja nett. Das ist ja super lieb von dir. Dass du meine liebe Ciri spielst. Aber viel hast du nicht mehr. Das ist dein Problem. Eine Brucha oder Bruxa.
Oha, er hat null Karten. Tja. Das ist jetzt schlecht für dich, ne? Weil nächste Runde hast du verloren, Lugos. Ich bin am Zug. Ja. Hätte ich gar nicht mehr machen brauchen. Aber ich habe 20 und damit gewonnen. Ja, von mir aus übermächtiges Deck. Ich würde dich gern aufschlitzen, aber dann heißt es, Lugos wäre noch irrer. Nimm den Katakan und verschwinde. Mhm. Ich wollte nur mit ihm quatschen. Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Zwei Clans auf einer Insel. Ist es nicht schwer, Nachbarn zu sein in solcher Nähe? Ein Nachbar ist jemand, der in der Nähe wohnt. Nicht jemand, der dir die halbe Heimat gestohlen hat. Die Ankret haben unser Land besetzt. In den Tagen von Harald dem Krüppel. Vor 3 Jahrhunderten. Das ändert nichts daran, dass sie kein Recht dazu hatten. Ich werde Arzkelleg von Krach und seiner Brut befreien. Ach, wie schön, dass ihr euch so gut versteht. Reine Neugier. Warum nennt man dich den Irren? Ja! Darum. Leb wohl, Lugos. Okay, ich finde ihn sehr lustig. Na gut, warte mal ganz kurz. Ich werde jetzt nämlich mal sehen, was ich bekommen habe. Ich wette, die Karte ist gar nicht so geil. Monster. Pestmai. Das war der Katakan? Ernsthaft? Wow. Eine 5er-Karte, die war besonders. Naja, naja. Leute, lasst mich. Wie gesagt, wenn ich spielen will, wie ich spielen will, dann will ich so spielen. Und nicht, wie ihr wollt. Versteht ihr? Ja? Lambert. Warte mal. Lambert ist hier auf Skellige, aber wo? Na gut, den muss ich finden. Da habe ich schon so einen kleinen Hinweis, oder ich hätte einen bekommen sollen im Stream, aber das wollte ich nicht, das Bienenphantom. Das war Novigrad. Skellige. Na komm, machen wir die seltsam. Oder komm, wir machen diesen Wolfs im... Nicht Wolf, im Schafspelz, wie heißt das? Im Wolfspelz. Sprich mit Torda über den Fluch. Pass bloß auf, Fremder. Pass bloß auf, Fremder. Werde den Werwolf im Garten los, wie soll ich das denn machen? So ist dein Torda. Larvik. Larvik. Was ist das für ein Name für ein Örtchen? Nun ja. Er stand hier unten irgendwo am Wasser, oder? Oh, guck mal. Svana. Kann ich kurz mit dir sprechen? Ich diene der Göttin und ihren Kindern. Wie kann ich dir helfen? Ach so, die Anmeldung zum Rennen? Bist du Svana? Ich bin wegen der Heldenrennen hier. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Freya kennt keine Fremden. Jedermann kann sie ehren, indem er in den Rennen sein Leben aufs Spiel setzt. Unsere Rennen sind anders als auf dem Festland. Bei uns gibt es nur eine einzige Regel. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Manchmal ist das der Schnellste. Aber manchmal auch derjenige, der seine Gegner aus dem Sattel holt. Daher der Name. Was kostet die Teilnahme? Mut. Wenn du den hast, häng ein Hufeisen da auf. Gibt's für den Gewinner eine Belohnung? Er wird den Ruhm baden und kann sich feiern lassen. Ich hatte auf etwas Greifbares gehofft. Uns ist sowas nicht wichtig. Aber ja, der Sieger erhält ein hübsches Erinnerungsstück. Ein Schwert, einen Helm oder manchmal auch ein Schild. Was sagt man dazu? Ihr könnt ja doch praktisch denken, wenn ihr wollt. Ein bisschen Übung hat noch keinem geschadet. Also, wo finden die Rennen statt? Die ersten 3 auf Arzkelleg. Wer jedes mindestens einmal gewinnt, tritt auf Hindarsfjall in einem letzten Rennen gegen den letztjährigen Meister an. Verstehe. Wie heißt er? Sie, Astrid von Spiekeroog, auch bekannt als die Viper. Interessanter Spitzname. Und absolut verdient. Viel Glück, Hexer. Mögen deine Taten der Göttin Freude bereiten. Na danke. Nee, das mache ich jetzt noch nicht. Das machen wir noch nicht. Komme ich da überhaupt runter? Ja, sollte gehen. Heldenrennen Ferlund. Heldenrennen Fürestal. Ja, das wollte ich schon immer wissen. Bist du der? Torda. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar.
Es geht um größere Beute. Morgwag. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyas. Du warst dort, als Morgwag den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Mhm. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgwag fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Na, ich weiß ja nicht. Der bringt Priesterinnen um und ich soll ihn vom Fluch erlösen? Was geschah mit Morgwag? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex. Mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid hier doch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Danke für die Hilfe. Möge die Göttin dir das Schwert führen. Naja, eine Hilfe war jetzt nicht unbedingt, aber... Respekt, Hexer. Respekt. Na gut. Oh, guck mal, da hätte ich jetzt auch viel schneller runterkommen können. Alles klar, dann gehen wir mal zurück zum Garten. Aber ich denke nicht, dass wir ihn irgendwie erledigen können. Das ist doch... Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich den Fluch von ihm nehmen, frage ich mich. Ja. Nochmal nach Freyas Garten. Oh, das ging aber flott. Das ging jetzt echt flott, die Reise. Na gut, die Tür ist abgeschlossen. Oh, ich muss schon wieder hier durch, ne? Ich finde das so umständlich. Jedes Mal hier drüber und dann da drunter und... Au. Okay. Und immer noch keine Schlüssel, um hier durchzukommen. Das finde ich auch ein bisschen blöde. So, mein Wölfchen. Muss ich den jetzt nochmal killen, oder was? Einfach nochmal abschnitzeln. So, hier durchschwimmen. Genau. Habe ich ja erst gemacht. So, Dalle. Hüps. Und hüps. Und hüps. Oh. Ach, da ist gar nicht wieder... Ah, aber die Leiche liegt noch da. Ach, die habe ich gar nicht geplündert. Guck mal, eine Wolfsleber, verwesenes Fleisch, Werwolfsfleisch und Werwolfsspeichel. Aber hier ist immer... Da unten ist was. Hä? Warte mal. Da... Ah, das muss irgendwo vielleicht unterirdisch. Ich weiß nicht. Geht's hier noch weiter? Auf dieses Tor eventuell? Nee. Warte mal. Warte mal. Ups. Aber Werwolfsfleisch? Für was ist das denn? Kann ich das... Warte mal, ist das vielleicht die Ausdauerregeneration? Ich glaub's ja nicht, oder? Da haben wir's. Werwolfsfleisch. Das wird zum Abschließen einer Quest gebraucht. Na dann. Ist da vielleicht noch? Ach, guck mal! Ah, jetzt sehe ich das. Seht mal. Da ist noch eine Höhle. Ein Eingang. Aha. Schlüssel! Ramond! Wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe.
Aber der Schlüssel, wo ist er? Warum so still, Ramond? Du, Gauner, Hurensohn, wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten, mieses Arschloch. Oh, oh. Da greift er wieder an, hä? Der kleine Morgwag. Na komm. Oh, er brennt. Oh, das war's. Na, Morgwag. Nicht schon wieder. Ja, schon wieder. Kannst du dem ein Ende machen? Erlöse mich! Ja, wie denn? Ich kann ihn erledigen oder ich lasse ihn einfach sterben. Leg wieder. Wohl. Bis bald. Okay. Hat er was hinterlassen? Oh ja, er hat wieder einen Haufen hinterlassen. Ein Haufen. Und nochmal Werwolfsfleisch. Gibt's hier was in der Höhle? Finde den Schlüssel. Okay, okay. Was ist das denn? Blut? Nee. Sieht immer aus wie Blut, dieses rote Gekrös, natürlich. Das erste, was man wahrscheinlich damit assoziiert, aber es scheint was anderes zu sein. Luftzug von unten. Eine Höhle. Okay. Oh, und da liegt was. Polymorphie. Was haben wir da? Idealer Freund. Geduldig. Nimm den Mund nicht zu voll. Okay. Der hat hier echt einfach mal seinen Kameraden als Skelett rumliegen. Polymorphie, wo haben wir es denn? Das will ich lesen. Das wollen wir lesen. Polymorphie. Eine Änderung der Form. Das Modellieren der eigenen Materie wie Lehm ist kein Novizentrick, kein Lichtspielchen oder blauer Blitz zum Rattentöten. Nur die, deren Inneres mit dem Mysterium der Magie getränkt sind oder ist, was nur wenigen vergönnt ist, können hoffen, die Polymorphie zu meistern. Natürlich gibt es Ausnahmen. Drachen besitzen dieses Talent von Natur aus, wie jeder weiß. Ohne es erlernen zu müssen, können sie einer außerweltlichen Intuition folgen, zwischen menschlicher und Reptilienform wechseln. Unter anderen Rassen können höhere Vampire wie etwa Bruxae zwischen den Formen wechseln. Doch aufgrund der naheliegenden Schwierigkeit bei Forschungen auf diesem Gebiet ist nicht bekannt, ob diese Verwandlung einem Akt der Polymorphie entspricht. Die Menschen sind den Gelehrten der Polymorphie sehr viel zugänglicher. Den Gelehrten? Den Lehren wahrscheinlich. Na egal. Die Jahre der Forschung haben Früchte in Form von bestimmten Methoden und Richtlinien getragen, was Identifikation, Pflege und Verwendung des Talents betrifft. Die vollkommenste Form des umsichtigen Einsatzes dieser Methode findet sich bei Philippa Eilhardt. Ja, die Gute kann sich in eine Eule verwandeln. Und ihr sagtet, die werden wir vielleicht auch noch treffen, wenn ich aufmerksamer bin. Aber das sehen wir dann. Was ist denn das da unten? Ah, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Das hier war, um die Schleusen umzuschalten. Ja, okay. Vielleicht komme ich da jetzt... Das habe ich noch gar nicht untersucht, was eigentlich hinter diesen anderen Schleusentoren ist. Ah, seht mal. Ups. Ah, guck mal, da ist noch eine Höhle. Ja, wow. Ich finde das recht cool gemacht hier. Dieser Garten, der birgt noch mehr Geheimnisse, als man im ersten Moment denken könnte. Schwimmen wir ein bisschen schneller. Ist doch hier unten schon wieder was, seht ihr? Oh. Eine Truhe. Das ist aber nicht. Der Schlüssel! Oha, da hat hier die ganzen Knochen seiner Kameraden. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Okay. Bin da was? Ne, ist nichts mehr. Sag mal, lebt der schon wieder? Habt ihr diese Schallwellen gesehen? Das war jetzt wieder... Das war er doch schon wieder, ne? Der lebt schon wieder, Morgwag. Das geht sehr fix. Den kann man theoretisch ja farmen, wie blöde, ne? Das Werwolfszeug. Ja, wer es braucht. Ich habe ja schon den Werwolfsabsud, von daher brauche ich dann nichts mehr. Brauchen wir nicht mehr. So, schließ die Türen des Kapitelhauses auf. Warte mal, wo ist denn das? Ach da, das ist dieses Haus hier oben.
komme ich dann jetzt hin? Geht das? Kann ich mir nämlich den Umweg sparen? Jawohl. Ach, die ist schon auf die Tür. Und hier? Ich glaube, die waren verschlossen. Ja, sehr gut. Im Wolfspelz. Das war's nicht. Hier ein Zade und hier ein L. Morfax Tagebuch. Alles klar. Wo haben wir es denn? Da. Morfax Tagebuch. In der heutigen Zeit ist das Wort Elf traurigerweise... Nee, das war's nicht. Nein. Das waren die Enseide und die Anel. Da haben wir's. Morgwachs Tagebuch. Tag 24. Tjostar, der Weise, hat seinem Beinamen wirklich keine Ehre gemacht. Er hat mich bezahlt, damit ich sein Dorf nicht angreife und dann, weil er sich für so klug hielt, die Waffe abberufen. Nie war es einfacher gewesen im Leben. Wir schlitzen den Männern im Schlaf die Kehle auf und vergnügten uns mit den Weibern bis zum Morgengrauen. Nicht viel Beute, aber erstklassige Unterhaltung. Aha, ich weiß schon warum. Der Arsch. Tag 26. Als wir von Ranveig fortsegelten, hörten wir Eulen rufen. Ein schlechtes Omen, also habe ich Befehl gegeben, zum Ufer zurückzukehren. Pucke machte sich lustig, wie ich denn mutig sein könnte, wenn ich Angst vor den Göttern hätte. Ich warf ihn mit einem Messer zwischen den Rippen über Bord, aber ich weiß, dass ich in den Augen der Jungs an Respekt verloren habe. Ich muss etwas tun, um zu beweisen, dass ich an Bord immer noch den längsten Schwanz habe. Damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Ich merke schon, das ist ein richtig netter Typ. Tag 33. Unser Besuch auf Hindersfjall war ein voller Erfolg. Tote Priesterinnen, zerstörtes Denkmal, verbrannte heilige Bücher, geleerte Metfässer. Das Silber haben wir aufgeteilt. Ich habe die Votivgaben genommen. Norulf, Sohn von Odlaik, die Becken und Löffel. Mons, Sohn von Gudvar, die Leuchter und den Schmuck. Während Torda, Sohn von Einar, dessen Anteil aus Angst vor Freyas Zorn nicht an sich nehmen wollte. Torda, aha. Umso besser, dann bleibt mehr für uns. Morgen segeln wir nach Spikerok und sehen nach, was die Händlerweiber auf den Markt gebracht haben. Torda, also. Aha. Seht mal, Torda hat uns... Ja, der hat uns angelogen. Der hat gesagt, der hat da gar nichts mit zu tun. Am Ende ist er doch mit beteiligt gewesen. So. Dann gehe ich mal zurück zu Torda und erzähl dir mal was. Warum ist das hier so ruckelig? So low-framig mal wieder. Ach, dieses Spiel... Manchmal will's, manchmal nicht. So, Torda. Ach, da unten ist es ja schon. Das ist ja ganz in der Nähe. Torda von Larvik. Da. Vielleicht kann ich ja den Fluch von ihm nehmen, aber ich weiß nicht, ob er es verdient hat, ehrlich gesagt. Weil ich finde, der Typ, der hat sich bisher nicht gerade sehr durch seine guten Taten hervorgehoben, dieser Morvar. Morvark. Das wollte ich schon Morvark. So. Was macht ihr Hexer, wenn... Mein Gruß, gelobt sei Freya. Lügner. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter. Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morvarks Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. Oh. Ich bin Hexer, kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgwags Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn doch leiden bis Ragnarok? Ach was, bis zum Tag danach. Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgwag Befehl gab, nach Hindersfjall zu segeln. Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder. Wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, es war sogar mir zu viel. Als es vorbei war und Morgwag mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger, mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht.
Der Hurensohn soll leiden. Und die Priesterinnen? Sie sehnen sich nach ihrem Garten. Und du bist ihnen was schuldig, meinst du nicht? Na schön. Nimm ihn. Aber nicht umsonst. Eins verlange ich dafür. Ich sage niemandem was von deiner Vergangenheit. Mein Wort drauf. Das nicht. Wenn du was sagst, finde ich dich und töte dich. Ist Morgvaag wieder Mensch? Kannst du ihn nicht gehen lassen? Auf keinen Fall. Nee, werde ich auch nicht. Ganz ehrlich, werde ich nicht. Benutze den Reißzahn, um Morgvaags Flucht zu brechen. Oder finde einen anderen Weg, den Fluch zu brechen. Okay. Also ich glaube nicht, dass ich ihn... Nee, den lasse ich nicht gehen. Wirklich, das ist ein schlechter Mensch. Ich meine, ja, Hexer bringen eigentlich keine Menschen um, aber in dem Fall mache ich gerne eine Ausnahme. Ja, und ich sag eigentlich, denn, ne, wie viele Menschen haben wir schon abgemetzelt in diesem Spiel bisher? Mehr als Monster, glaube ich sogar. Mehr als Monster, du. So, mal gucken, was der liebe Morgvaag sagt. Hui. Wow. Ist er wieder in seiner Höhle, oder was? Morgvaag. Mehr Quark, das hört sich voll komisch an. Morgvaag. Morgvaagplex. Oh nee. Kann er mal speichern irgendwann, ne? Da ist er ja schon wieder. Hey, Morgvaag. Der will's auch immer wieder wissen. Arsch. Nicht schon wieder. Doch, immer wieder. Kannst du dem ein... Ja, ja. Der röchelt so viel. Hier. Leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Nicht klugscheißen. Anlegen. Ich bin erlöst! Erlöst! Endlich! Oh, wo ist die nächste Taverne? Ich könnte ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind. Und mit einem Fassbier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da. Ich mach dich trotzdem fertig, du Penner. Tut mir leid, kommt nicht in Frage. Warum hast du mich denn erlöst, verdammt? Um dich zu töten. Endgültig. Oh. Na gut. Ey. Tja, so sieht's aus, mein Freund. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen seltsam sein, wie ich die Quest gehandhabt habe, aber ich find's richtig so. Der Typ, das war ein Arsch, der hat's nicht verdient. So, die Belohnung abholen. Wo ist er denn? Ist das Torwar? Nee, ist hier unten. Warte mal, jetzt will ich es aber auch wissen. Ach, das sind die Priesterinnen wahrscheinlich, ne? Warte mal, wenn ich jetzt hier diese letzte Schleuse öffne, komme ich da raus? Hier, diese Schleuse. Komme ich da aus dem Garten direkt raus, dann kann ich mir jetzt echt viel Weg sparen, wenn ich da runtergehe. Hui. Und... Alles klar. Ja, Tatsache. Ich komme hier echt raus. Was ist denn da unten? Eine Priesterin, der Freya. Bleib noch eine Woche bei uns, Kurisu. Ich weiß... Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Ach, Morgvaag. Ich habe noch ein paar Fragen. Das war die nette Frau, die Yennefer verflucht hat. Dafür, dass sie den Garten hat verwelken lassen. Aber ich meine, sie hat auch irgendwie recht, oder? Belohnung. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgvaag ist erledigt. Für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Was war's? Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke.
Ja, ist sie abgeschlossen oder ist sie nur aktualisiert? Abgeschlossen. Gut, Leute. Schön, dann haben wir das auch. Wir haben den Wolfsfluch gebrochen und haben ihn gleichzeitig getötet damit. Aber ich denke, es war eine gute Sache. Das war ein Mistkerl, das war ein Drecksschwein, der hat Frauen und Kinder getötet. Eigentlich hätten wir Tora auch töten müssen, aber er hat uns geholfen. Naja, wie dem auch sei. Leute, lasst mir Liebe da, ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu The Witcher 3 Wild Hunt.